unfair. Sechs. Warum sechs? Ja, okay, da war ich zu spät. Ich werde das jetzt einfach rausschneiden, weil ihr wisst ja, wie es geht. Ich muss mich nur nicht so dumm anstellen. Glück war das, weil das Vieh ist ja einfach mal hinten runter geschlittert. Boah, alter Vater, 2510. Okay, ich habe jetzt ungefähr, weiß ich nicht, 15 Minuten dafür gebraucht. Ich habe voll oft 4 Treffer gehabt. Aber jetzt habe ich es endlich geschafft. So. Und ich möchte jetzt eigentlich noch gerne das nächste Level machen. And more than a hint in mine. Okay. Jetzt gucken wir mal, ob wir noch irgendwas leveln können. Nee, können wir nicht. Weil dann kaufen wir hier vorne ein bisschen was ein. Im Fundbüro. Also. Hier. Die Fertigkeit auf jeden Fall. Und hier diese, die Sachen, die finden wir ja so. Deswegen würde ich das jetzt nicht einkaufen. Sondern dann halt hier unten die Sachen. Einmal das Waldbräu. Bastionsbourbon. Und der Tölpelkopflikör. So, weil das finden wir, glaube ich, nicht so. Aber so, ansonsten könnten wir jetzt eigentlich das nächste Level machen. Oder? Ja, da. Fort Zunderstein. That's Cinderbrick Fort, where the Marshals used to watch over the city.
Fliegen wir da mal hin. There's only one way into Cinderbrick 4. Ja gut, da haben wir selbst alles kaputt gemacht. Als hätte er das Ding schon direkt ausgerüstet, aber ich verwende diese komische Fertigkeit da eh kaum. Von daher ist es jetzt eigentlich auch egal. Okay. Sure, the city marshals may be gone. But now the fort's crawling with windbags. Stufe 3? Was? Plus 2 maximale Gesundheit. Wenn ich jetzt Level 3 bin oder was? Ich verstehe das mit dem Level noch nicht. Looten und leveln. Darf ich sie looten, wenn sie looten? Wow, wie geil. Das sind ja hier Ricochet-Dinger. Die prallen ab von die Wände. Boah, endlich getroffen. Mistvieh. Was ist hier? Kann man da hin? Natürlich nicht. Warum auch? Okay. Hier ist sonst nichts oder was? Nö. Kann man hier? Hier kann man bestimmt auch nicht lang. Nee, ich will erst gar nicht ausprobieren, da lang zu gehen. Weil wir heilen uns mal. Ups. Direkt das mal ausnutzen. Weil der Konter ist ja richtig gut. Wow, die schießen. Hilfe. Ich will doch nur. Okay, den einen hätten wir schon mal. To freeze or starve or face the king. Alter. Was ist das für ein Mist? Sind jetzt hier alle kaputt? Warum auch immer. Da kann man nicht lang. Ah, hier ist noch ein bisschen. Ne, doch kein Müll. Ey, die schießen so schnell, ne? Alter Vater. Gehst du hin? Sehr gut. Wham! Kids ready for the windbags this time. Wham! Okay. Ja gut, das mit dem Kontern kriege ich jetzt schon ganz gut hin. Gut, dann kommen wir hier weiter hoch, ne? Well, windbags young and old keep fighting for the fort. It can't hardly tail up from down after a while. Okay. Was ist das? Ah! Ich
Ah, okay. Wenn ich das leicht gedrückt halte. Das wollte ich gar nicht machen. Ich höre schon wieder Gegner, aber da haben wir eine neue Waffe, so wie das aussieht. Wo sind die Windbags? Ich sehe keine Windbags. Blechmuskete. Okay. Kann man sich angucken. X drücken, okay. Wow, okay, Shotgun. Schon cool, aber ich finde mein Repetiergewehr auf jeden Fall besser. Ja, trotzdem kann man es ja mal leveln, ne? So langsam nach, ne? Das ist unfassbar. The Calamity drove the windbags topside. A lot of them wound up here in this very fort. Ja, gut, ist schon ganz cool. So, was war hier vorne? Hier kommt man auch noch lang, ne? Ja gut, das sieht aber sehr nach Ende hier aus. Na gut. Could have been minding the business underground like in the old days. Also ich weiß nicht, was ich hier von dem Schrotding halten soll. Habe ich gar nicht gesehen, dass da runter geht. Ja, nehmen wir das Waffenlager und dann mache ich hier wieder mit der Machete rum. Windbags can't use the Marshall's. Aber man kann ja mal lesen. But the kid sure can. Blechmuskete. Streuradius, Distanzwaffe. Was? Distanzwaffe? Na gut. Der Rückschlageffekt macht die beschränkte Reichweite wett. Eine industriell angefertigte Version der ersten zylondischen Schusswaffe, die ein wahrer Schrecken gewesen sein soll. Sie speit glühende Wolken schadigen Metalls.